Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Wir stehen jetzt wieder beim Aufseher und bei Frau Moors. Wollten, glaube ich, nach diesem Beton fragen, wegen dem Weinkeller. Da war ja der GED-Praktikant sehr schlau und hat da reingebohrt. Jetzt müssen wir das Loch zustopfen. So. Kannst du es glauben? Der Fahrer hat soeben eine SMS geschickt und sagt, dass er in Jorvik herumfährt und nicht weiß, wohin. Ich weiß nicht, wo er ist. Verstehst du was von diesem Gequassel? Hallo, hab mich verfahren. Im Norden sind Weinreben, im Westen ein Schloss. Weiß nicht, wo ich bin. Super müde, kann nicht weiterfahren. Stehe an einem Hügel. Hol mich ab. Blitz. Ich verstehe kein Wort. Und ich glaube außerdem... Und ich habe außerdem super viel zu tun. Du kannst ihn vielleicht finden und ihm den Weg erklären? Gut, ich schicke ihm eine SMS und sage ihm, dass du auf dem Weg bist. Okay. Reiten wir, glaube ich, erstmal zum Schloss. Und dann mal gucken. Gucken, wer gestrandet ist. Habe ich jetzt nicht hingeguckt. So, zum Schloss. Puh. Mann, oh Mann. Hat mir jetzt noch einen Schrecken eingejagt hier. Die arme Daisy Girl wurde überfahren. So, wie war das jetzt noch im Westen, Norden, bla bla bla? Im Norden sind Weinreben. Im Westen ein Schloss. Okay. Ja, erstmal zum Schloss, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Sind wir beim Schloss. Okay. Im Westen. Oh, ich bin in sowas gar nicht gut. So, das Weingut ist jetzt da. Mist, Mist, Mist. Ich reite jetzt einfach mal hier runter. Bin ich da ja richtig? Ich glaub's nicht, aber... Nee, das kann nicht sein. Da sind wir ja schon gleich wieder in Moorland. Das kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Null. Ah, gefunden! Glückstreffer. Boah. Puh. So. Hi, zeigst du mir den Weg zur Baustelle? Ich habe massenhaft Beton dabei, den ich loswerden will. Wohin? Weiß nicht so genau. Die Wegbeschreibung, die ich bekommen habe, ist völliger Unsinn. Hm. Du hast eine neue Wegbeschreibung? Zum Garten dort oben? Dort gibt es eine Fabrik? Ach, das ist ja ganz in der Nähe.
Okay, ich fahre dorthin und lade den Beton im Keller ab. Kein Problem. Bis dann, wir sehen uns beim Weingarten. Gut, dann kriegt die Baustelle bei der GED nix. Das ist ja mal fies. Knüpfen wir dem hier den ganzen Beton ab. Oh oh. Ich hoffe, die kriegen das nicht raus, dass wir uns das jetzt alles gekrallt haben. Ach, die können sich einfach neuen bestellen. Wir brauchen den jetzt. Ich lutze ihn jetzt garantiert nicht dahin, ne? Also. Ach, dahin steht er schon. Supi. Ui. Du darfst ruhig näher ran. Hast Angst, wa? So. Hallo, ich habe einen kleinen Umweg genommen, dich aber trotzdem irgendwie überholt. Man nennt mich nicht umsonst Blitz. Hm. Ja, jetzt muss nur noch der Beton abgeladen werden. Das wird ein bisschen dauern. Komm also morgen wieder. Du kannst dich auf den Blitz verlassen. Bis dann. Wir sehen uns morgen. Huh, okay. Auch erst morgen. Dann tippe ich mal, dass wir mal eben zu Mali rüber tingeln. Auf zu Mali. Der braucht ja auch noch unsere Hilfe. Was war denn das noch? Ja, hier. Das neue Fass des Schmieds. Okay. Hep. Wow. Okay. Dann erzähl mal, Mali. Ja, jetzt weiß ich. Reite zu Konrad. Er kann das meiste reparieren. Sicherlich auch Fässer. Hier sind die kaputten Fässer, Aria. Reite los und komm so schnell wie möglich zurück. Ich lese so lange das Regelbuch. Okay. Da ich sehr faul bin, lasse ich mich jetzt abholen und dann lassen wir uns nach Moorland transportieren. Sind jetzt schon wieder fast bei 8 Minuten. Irgendwie schaffe ich nichts in meinen Folgen. Ich weiß nicht. Auch wenn ich mich die ganze Zeit transportieren lasse. Irgendwie. Daisy Girl, bist du zu langsam? Nein, Quatsch. Bist nicht zu langsam. Es gibt einfach zu viel zu tun im Moment. So. Auf geht's. Zum Konrad. Da ist er schon. So. Fleißig wie immer am Hämmern. Fässer reparieren? Das ist etwas zu einfach für mich. Aber für dich, Aria, mache ich das. Ich mache aber keine halben Sachen. Wenn ich Fässer machen soll, dann sollen sie die besten Fässer in Jorvik werden. Ach, das schon wieder. Das Erste, was wir brauchen, ist neues Holz. Holz, das jahrhundertelang hält und nicht so ein Müll, aus dem deine Fässer gemacht sind. Das beste Holz für die Fässer findest du nur an einer Stelle in Jorvik, nämlich beim Veldelsee. Dort gibt es eine uralte Eiche. Wo kannst du ein paar Äste sammeln? Wo kannst du ein paar Äste sammeln? Och Mann. Diese Fässer, oder diese werden wir zu Fässern verarbeiten. Die Eiche ist leicht zu finden. Es ist der einzige Baum dieser Art beim Veldelsee. Oh. Na gut. Dann sieht das so aus, als würden wir da morgen erst wieder weitermachen. Also dann bis morgen. Und ja. Reite noch durch. Kein Problem. So, dann bis morgen. Tschüss.